So Leute, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 20. Heute mit dem Spiel Hannover 96 gegen den Karlsruhe SC. Ja, im letzten Part haben wir einen 4:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück geschafft. Danach kam die Länderspielpause, da habe ich einen 2:0-Sieg gegen Österreich geschafft und einen 2:0-Sieg gegen Schweden. So, und heute sollten wir am besten gewinnen, denn ihr seht, nur 2 Punkte Vorsprung. Ihr seht wahrscheinlich, dass die Grafik etwas schlechter ist. Das liegt daran, dass ich heute mit 360p aufnehmen muss, weil irgendwie ist die Moonplay heute nicht so stabil. Oder die Internetleitung. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich hoffe, dass es sich bald bessert. Deswegen steigen wir auch sofort ins Spiel ein, weil ich heute noch was anderes aufnehmen will. Und wir legen auch direkt los. Und ich hoffe, dass es jetzt stabil bleibt. 360 ist nämlich das Niedrigste, auf was ich runtergehen kann. Achso, und das Spiel ist auch ohne Torhymne heute. Wenn euch der Vater trotzdem gefällt, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und vergesst nicht zu abonnieren. So. Nebenbei habe ich noch einen neuen Spieler aus unserer Jugendmannschaft geholt. Und zwar den hier, Bruno Schulze. Der wird heute sein erstes Spiel bestreiten und mal gucken, wie er sich schlägt. Und so gehen es die Hannoveraner an. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja. Chance zur Führung. Da passt der Torhüter auf. Ja, da hatte Weidand die Chance zum 1-0. Ecke für Hannover. Leider nicht drin. Ecke kommt ins Zentrum. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Jatta. Sie versuchen es. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Tide. Da wäre Platz für den Konter. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Super Pass. So, jetzt hat Schulze die Chance, sein erstes Tor zu machen. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Den Ball kann der war nicht perfekt geschossen. Hannover 96 hat die beste Heimbilanz der Liga zurzeit. 11 Siege aus 13 Spielen. Ganz starke Bilanz, das muss man so sagen. Da kommt der Pass. Gefährlich! Weidand. Weidand mit den 1:0. Fürs Tor, das wird interessant hier. Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass die Torhymne heute wieder mal wegbleibt. Ich hoffe, dass es im nächsten Part alles wieder besser wird. Klarer Fall, Ball ist im Haus, gibt Abstoß. Marvin Bakalos. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, könnte was. Nico Scholz. Bruno Scholz. Und Bruno Schulze macht sein erstes Tor. 16 Minuten auf dem Platz und er macht sein erstes Tor. Bruno Schulze mit 16 Jahren der jüngste Spieler hier bei Hannover 96.
gleich die Flanke. Macht er gut. Abgeblockt. Nächste Kontergelegenheit. Viel Platz jetzt auf außen. Klasse Pass. Ecke. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Ecke in die Mitte. Marvin Bakalos. Jetzt ist gefährlich. Ganz energischer Einsatz. Jetzt ist Platz für den Konter. Ein berechtigter Freistoß. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Super gelöst. Den Ball hat er. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. In puncto Ballbesitz ist Hannover 96 die bestimmende Mannschaft. Und sie wirken sehr zielstrebig. Komm gut vor das Tor, komm gefährlich vor das Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung. Julian Korb. In die Mitte. Auf Schulze, aber der kann nicht sein zweites Tor machen. Bisschen zu weit dieser Ball. Zieler kommt raus und schlägt den Ball ins Aus. Ein verschenkter Einwurf. Der Ball ist erstmal weg. Könnte jetzt was werden. Gefährliche Position. Da passt er auf. Ball geklärt. Gute Aktion. Was macht er draus? Super Aktion. Gut geklärt. Kann er was draus machen? Julian Korb. Jetzt vielleicht. Der ging ein bisschen zu weit. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Oh, der ist noch drinne. Ja, energischer Vorstoß. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ball kommt per Kopf. Oh, Fallrückzieher, aber Zieler hält den. Und schon wieder auf der Linie geklärt. Was für eine enge Kiste. Jetzt haben sie den Ball wieder. Sieht gefährlich aus. Fängt diesen Ball ab. Verlieren den Ball. Gefährlich! Diese Flanke kommt viel zu weit. Es gibt Einwurf. Noch ein Einwurf. Jose Belles. Marvin Bakalos. Korb. So, was machen Sie draus? Gute Aktion. Was war jetzt? Stürmer voll. Oder Handspiel von uns. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Toller Pass. Jetzt ist es gefährlich. Da ist die Hereingabe. Ah, klasse geklärt. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Tolles Zuspiel. Spielt den Ball abseits. Das war knapp, aber es war abseits. Nicht schnell genug gespielt. 3 Minuten nach Spielzeit.
Das war die erste Hälfte. Ja, bin ich mal gespannt. So, Aue, Darmstadt 1-1 und St. Pauli, Heidenheim 0-1. Ja, da macht Bruno Schulze nach 16 Minuten sein erstes Tor. Mal gucken, ob er noch eins macht. Das müsste Abseits sein. Jatta. Kämpft sich alleine durch und. Ja, nur ein Abschuss. Auswechslung bei Karlsruhe. Wir wechseln noch nicht. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Was macht er draus? Und da ist das 3:0 von Hendrik Weidern. Schöne Torvorlage. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Das 19. Tor. Ob er sich die Torschützenkanone noch holen will? In FIFA 19 konnte sich Hendrik Wall. Nee, gar nicht. Da war es Lasagna. Da war es Lasagna, der sich die Torschützenkanone gesichert hat. Oder war es Weidand? Weiß ich gar nicht mehr. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und es gibt Freistoß. Keine Karte. Sieht gefährlich aus. Ein guter Block hier. Er kann klären. Marvin Bakalos. Ja, jetzt müssen Sie aufpassen. Das war nicht gut vor Abwehrspieler. Und das 4:0 durch Himura. So, der wird jetzt aber auch ausgewechselt. Für ihn kommt Ivo Fossum. Er wollte sich halt noch mit dem Tor verabschieden.
holen sich den Ball. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Viel Platz jetzt auf außen. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Abwehrversuch scheitert, sind kein guter Volley. Hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Ja, energischer Vorstoß. Gute Aktion. Jetzt vielleicht die Flanke. Da kann er sich den Ball holen. Martin Röser. Hofmann. Macht er gut. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da fängt er die Flanke ab. Über Forsum. Marvin Bakalorz. Ja, abseits, richtig. So. Nix Auswechslung. Teuchert raus. Hernandez ran. Ilias Hernandez. Und das ist das 5:0 durch Ilias Hernandez. Sie bauen den Vorsprung hier weiter aus. Ein ganz starker Auftritt der Mannschaft. Sie spielen weiter nach vorn. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere. Und dann holen wir noch Haraguchi rein. Danke an die Regie dafür. Sie liegen deutlich vorn. Den Spielverlauf konnte man heute dann doch so erwarten. Ja, die liegen klar vorn und das natürlich vollkommen verdient. Sie werden ihrer Favoritenrolle gerecht. Stiefler. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Sieht gefährlich aus. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Ja, Zieler, ganz sicher. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. 6 Minuten haben wir hier noch. Da verlieren sie den Ball. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Kann er was draus machen? Ungefährlich hier am Ende der Versuch. Da wird er noch gestört und das war wichtig. Ja, denn sonst macht er so Dinger natürlich. Das haben wir schon oft gesehen. Der KSC nimmt eine Auswechslung vor. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Die Mitspieler kommen ihm zur Hilfe. Sehr gut aufgepasst. Genki Haraguchi. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ja, könnte was werden. Und Hernandez macht noch sein zweites. Da setzen sie noch einen drauf und spielen es hier, das finde ich gut, konsequent zu Ende. Auf jeden Fall gut für die Tordifferenz das Ding, ne? Ein weiterer Treffer in der Nachspielzeit. Ja, die lassen hier wirklich keine Gelegenheit aus. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ja, das denke ich auch. Das wird heute wohl nichts mehr versehen. Es
Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Spielverlagerung jetzt. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Regulär sind's nur noch 60 Sekunden. Und das war's. Ein weiterer Sieg. Genau, gucken wir nochmal auf die Tore rauf. Bruno Schulze. Unglaublich. Der hätte Tor aber haben müssen. Hat man noch gerade gesehen. Gut, so viel zu den Highlights. Cedric Teuchert mit der höchsten Bewertung und Spieler des Tages. Und wir gehen jetzt zum Interview. Insgesamt eine tolle Leistung. Mann, die Frage kam schon im letzten Mal. Und ohne Niederlage stimmt nicht, denn wir haben eine einzige Niederlage. Dass der irgendwann schreibt. Sanogo, der war eingewechselt. Gegen Enke. Maravicia gegen Enke. Trochowski gegen Enke. Fantastisch. Die Leistung der 96. Oh, der Vertrag von Ivo Fossum. Ja,
Darum kümmere ich mich aber erst im nächsten Part, muss ich bloß dran denken. Aber jetzt schreibe ich mir das auf. Schulz trifft bei sein Debüt, genau. Okay, also als nächstes geht es zum SV Sandhausen. Ja, ich muss dann denken, dass ich den Vertrag von Ivar Fossum noch verlängere. Und was haben wir denn jetzt noch für Spiele? Und zwar müssen wir noch gegen Sandhausen. Dann müssen wir gegen Heidenheim, wo ich natürlich nicht mit der stärkeren Mannschaft auftreten werde. Denn die Topspieler müssen alle fit sein für dieses DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig. Danach haben wir Darmstadt, dann St. Pauli, Aue und Bochum. Oh, Ivo Fossum verlässt den Verein. Naja, mal gucken, ob ich das noch umändern kann. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst ein Like und einen Kommentar da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und schaut auch bei meinen Fallout Let's Plays vorbei. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder zum Spiel SV Sandhausen gegen Hannover 96. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.